In which? Via? Was könnte ich machen? Was könnte ich machen? Stimmt, Reliquie abgeben. Und wir schauen gleich, was sie bringt. Die Dorfbewohner erlegen Tiere mit einem einzigen Schuss. Auch nicht schlecht. Und dann würde ich mal sagen, wir entwickeln uns weiter mit den... Verdammt, wir können keine Skarabäen nehmen. Ja, dann nehmen wir den Phönix und den Zauber Meteorit. Soldaten hierher. Transportschiffe dann auch. Ja, gibt's noch irgendwas weiterzuentwickeln? Das und das einfach. Waffen kann man auch. Ich habe jetzt genug Dorfbewohner, dass die das ganz schön schnell machen. Ich würde sagen, ich baue... Oh, ja. Ich wollte jetzt schon mal das nächste Monument bauen. Dazu habe ich aber noch nicht genug Gold, weil ich jetzt alles ausgegeben habe. Und die Mine ist zu Ende. Das heißt, die gehen da runter. Die machen die mittlere. So, dann so, dann so. In dem Booten will ich auch noch was weiterentwickeln. Da habe ich auch eine Idee. Wir fahren mit denen schon mal vor. Und wir sind im letzten Zeitalter. Da machen zwei Bauern nichts, das geht ja gar nicht. Die gehen dann auch auf Gold. Ja, mit dem Booten fahre ich schon mal vor. Und der Kemset hat das heroische Zeitalter erlangt. Oder ist dahin gekommen. Wow. Seth hat Riesenschildkröten geschickt, um Kemsets Insel zu verteidigen. Scheiß Schildkröte. So, die beiden Boote schießen auf das und... Boah. Diese scheiß Schildkröte. Das Schiff ist auch gleich besiegt. Dann würde ich sagen, wir machen auch ein paar Schlachtschildkröten. Entwickeln unsere Boote weiter. Und bauen ein Monument für Pharaonen. Weiterentwicklung der Leute ist angesagt. Neue Arbeiter. Und die sind schon alle halb zerstört. Oder fast ganz. So, der Bauer, was macht der? Immer ein neues Feld. Das Haus steht da so einsam. Das gehört auf jeden Fall weg. So, die macht auch noch ein Feld. Wir gucken mal wieder in den Lagern, ob es da was Neues gibt. Ja. Und ja, und ja, perfekt. Der geht auf Holz. Da wir jetzt wahrscheinlich viele Boote brauchen werden. Und hier könnte man die Truppen absetzen. So, was macht er? Oh oh.
Da kommt eine Mega-Armee auf uns zu. Und das Monument für Götter wird auch noch gebaut. Das waren dann auch alle. Oh, da geht noch eine Entwicklung. Okay. Da auch. Hier auch. Aber es fehlt uns an Nahrung. Und was heißt das? Genau, mehr Felder. Da unten könnten wir auch noch welche bauen. Ja, ich mache einfach mal den Zauberreichtum. Dann wird wenigstens mehr Gold gesammelt. Zwar nur für, wie viel war es? 55 Sekunden oder so, aber egal. So, das erste Feld da unten. Das zweite und das hier kann ich zerstören. Gerade kommen nur noch Frauen raus. Und das Monument für Götter steht bald. Ich könnte mal ein paar Phönixe machen. Die fliegen nämlich und machen Feuer auf die Gegner. Also die spucken mit Feuer. Ja, brauche ich hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich habe alles Wichtige, was ich brauche. Das noch, das noch. Gesandte. Reduziert die auf dem Marktplatz als Tribut zu entrichtende Strafe. Okay, ich hole mir per Marktplatz eh nichts. Deswegen lohnt sich das gar nicht. Dann machen wir das noch. Und das Holzfällerdings. Drei Phönixe. Habe ich noch einen gemacht? Nein. Dann fliegen die schon mal rüber zum Gegner. Wir machen noch hier so einen Kreis um das Dorfzentrum rum. Und die schießen das Dorf, das Tor schon mal ab, nicht das Dorf. Nächstes Feld. Das scheint so eine Patrouille einfach zu sein. Dann kommen jetzt die Phönixe, machen erstmal die Bogenschützen. Den. Ein Phönix ist tot. So, jetzt kann ich auch die gehen. Ich würde sagen, ich schicke noch ein paar hinterher. Aber dazu brauche ich halt Gunst. In which? So, so. In which you refer? So. Das Boot ist tot, kaputt oder wie auch immer. So, der Weg ist frei. Dann müssten die Leute dann da lang und da ist ein Turm. Meine Phönixe verschwende ich dafür nicht.
Okay, die verfolgen den jetzt. Da kommt wieder die Patrouille. Und neue Bogenschützen, das ist nicht gut. Ach, verdammt, ey. Da klappt nichts. Ich müsste langsam mal meine Leute nach drüben bringen. Okay. So. Was noch zum Weiterentwickeln? Das und das. Würde ich sagen, machen wir von jedem ein bisschen. Und noch ein paar Transportschiffe, das entwickeln wir auch noch weiter. Dann kann es, glaube ich, mehr Leute beinhalten oder mitnehmen. Und meine Goldvorräte gehen auch langsam zur Neige. Machen wir noch ein paar Priester, Sphinx und keine Gunst mehr. Und Monumente kann ich auch keine mehr bauen, es gibt ja nur 5. Zwei Phönixe, die kommen zurück. Die treffen sich dann da wie echte Brüder. Was ich auch sagen würde ist, ich baue eine zweite Kaserne. Dann geht es viel schneller. Warum steht ein Transportschiff da? Noch eins. Ah ja, stimmt, ich habe den Sammelpunkt da oben gesetzt. In which. Oh, die kosten Gunst, verdammt. Okay, die heilen die noch. Gibt's noch zu holen? Der hackt mal wieder weiter. Erstmal den Sammelpunkt für diese Kaserne setzen. Die macht jetzt Schleuderkämpfer. Dann die macht Schwerkämpfer und Axtkämpfer und die macht danach auch noch Axtkämpfer. Jetzt kann ein Transportschiff auch schon 20 nehmen und nicht mehr nur 10. Das ist gut. Und dann hoffe ich, stürmen wir das Ganze auf einmal. Aber ich glaube, das klappt nicht. Dafür haben wir zu wenig mythische Einheiten. Und ich bräuchte Skarabäen, aber ich hatte ja schon... Ich war ja schon im dritten Zeitalter und durfte mir das dann nicht mehr entscheiden. Ja, das ist ein bisschen doof. So, noch eine ist Hierakos-Sphinx.